42 Stunden, 13 Projekte, 60 Jugendliche aus ganz Baden-Württemberg und Bayern und 20 grandiose Mentorinnen und Mentoren und nochmal genau so viele Helferinnen. Das ist Jugendhack Süd. aber das ist noch nicht alles. Zeitgleich zu diesem Zeitpunkt findet auch statt ein Jugendhack Nord in Hamburg und ein Jugendhack West in Köln und nächstes Wochenende ein Jugendhack Ost in Dresden. Wir sind also nicht allein. Herzlich willkommen, schön, dass Sie alle hier sind. Und gleichzeitig haben wir heute auch einen Livestream, deswegen herzlich willkommen an alle Zuschauer im Livestream. Jugendhackt mit Code die Welt verbessern, das ist unser Motto, das tun wir seit 2013 inzwischen an vielen Orten. Wir beide dürfen Sie durch den Nachmittag begleiten, Jukka, für das Regionalteam und regionale Leitung von der Uni Ulm. Dani Salz, Mediale Pfade, wir sind zusammen mit der Open Knowledge Foundation Veranstalter von dem Gesamtprogramm von Jugendhackt. Sehr schön, dass Sie alle da sind, auch vor allem sehr schön, dass ihr alle da seid und das ganze Wochenende so unfassbar tolle Dinge gemacht habt. Wir laden immer wieder ein und sagen, wir wollen gemeinsam mit Code die Welt verbessern. Und das spricht euch offenbar an, denn seit vielen Jahren kommen immer wieder zahlreiche Jugendliche. Dieses Jahr leider so viele, dass wir gar nicht alle annehmen konnten. Also das Programm wächst und wächst und macht gleichzeitig für uns den Bedarf klar. Also es gibt ganz viel Bedarf, eben genau so mit Coding, mit Hacking, mit Making umzugehen, wie wir das tun, nämlich mit einer gesellschaftlichen Fragestellung zu verknüpfen. Uns geht es eben genau nicht darum, zu sagen, lern programmieren und das ist dann die tolle Zukunftschance, später einen tollen Job zu kommen, um viel Geld zu verdienen. Das ist ein Teil der Wahrheit, das stimmt natürlich. Viel wichtiger ist uns aber, dass Jugendliche darüber nachdenken, was sie mit ihren gesellschaftlichen oder was sie mit ihren Fähigkeiten gesellschaftlich erreichen wollen. Und das versuchen wir ganz stark in diese Veranstaltung zu tragen. Zum einen, indem wir immer wieder in Diskussionen gehen über Hackerethik und verschiedene Aspekte von dem ganzen Coding und Making. Aber auch eben, indem wir in die Projekte reingehen und gucken, was ist überhaupt drin, was kann man denn gesellschaftlich bewegen und so eben auch früh Jugendlichen zeigen, was man gesellschaftlich erreichen kann. Wenn man sich zusammentut, uns ist die Vernetzung auch total wichtig und es ist schön auch über die Jahre auch zu sehen, was so an Freundschaften entsteht, an Jugendlichen, die immer wieder kommen und sich immer wieder neu auf die Ideen einlassen, auf neue Jugendliche einlassen. Genau. Das ist für uns ein sehr schöner Erfolg über die letzten Jahre, dass das so gut funktioniert. Wir sprechen auch gar nicht so viel jetzt im Vorfeld, weil am besten sprechen die Projekte der Jugendlichen eben für sich. Sie werden gleich erleben, was da so entstehen kann. Aber leider funktioniert so eine großartige Veranstaltung nicht ganz ohne Geld. Deswegen, wir danken ganz herzlich unseren Förderern und Sponsoren, insbesondere der Ulmer Bürgerstiftung und aus Baden-Württemberg, dem Medienkompetenzfonds und der Jugendstiftung. Und natürlich ein dickes Danke an die Universität Ulm. Ohne die ganze Infrastruktur, die ganzen Räume, wir dürfen hier einfach alles machen. Das ist super toll. Und am allerwichtigsten tatsächlich, auch alles Geld der Welt hilft nicht ohne wahnsinnig viel ehrenamtliches Engagement. Ein ganz dickes Dankeschön an die Fachschaft Informatik, die uns mit vielen Helfern und Infrastruktur hilft, an die Studierendenvertretung. Ich habe noch vergessen zu erwähnen, wir haben auch noch private Spender über Better Place. Ein ganz, ganz dickes Dankeschön an die. Und natürlich an das Institut für verteilte Systeme, die uns hier für dieses Wochenende extra nochmal ein Netzwerk aufgebaut haben und nochmal ein extra WLAN für Jugendhackt. Und nochmal das größte Dankeschön an unsere tollen Mentorinnen und Mentoren. Steht mal ganz kurz auf und winkt, die ihr da seid. Das sind nicht alle, ein paar sind noch draußen beschäftigt. Aber einen riesen Applaus bitte. So, bevor jetzt die Jugendlichen gleich ihre Ideen
und hoffentlich fast fertigen Projekte vorstellen, möchten wir euch noch kurz die Jury vorstellen. Da haben wir zunächst Zettel. Genau. Ich begrüße ganz herzlich Yasi Tüten vom Projekt Projektmanagerin des Open Culture Projekts bei der MFG Baden-Württemberg. Herzlich willkommen. Professor Michael Weber, Präsident der Universität Ulm und unser ehemaliger Informatikprofessor, der sich ganz arg mit uns für die Nachwuchsförderung in den MINT-Fächern in der Informatik und Ingenieurwissenschaften engagiert hat. Herr Albert Herrmann, Leiter der IT-Koordination im Innenministerium Baden-Württemberg, also alles, was E-Government angeht, auch hier. Steffen Haschler von Chaos macht Schule und dem Chaos Computer Club, herzlich willkommen. Und für unsere Mentorinnen und Mentorinnen heute in der Jury ist Sabine Wieluch. Genau, die Jury vergibt Preise. Wir haben ein paar Kategorien, die ich noch mal kurz aufzählen werde. Das sind bester Code, bestes Design, der beste Aha-Moment, mit Code die Welt verbessern und natürlich, ganz wichtig, es gibt einen Publikumspreis und da dürft ihr alle mitmachen. Und das funktioniert so, ihr bekommt nachher, wenn ihr rausläuft, alle Zettel, da sind alle Projekte nochmal aufgelistet, dann dürft ihr ankreuzen, wie viele Punkte ihr dem Projekt jeweils geben könnt. Und dafür habe ich eine tolle Helferin, das ist die Marie. Ist Marie gerade hier? Ah, okay. Also Marie steht nachher an der Tür. Und, ah, okay. Hallo. Hallo Marie. Wunderbar. Marie wird euch nachher im Ausgang mit unseren Publikumspreiszetteln versorgen und die auch wieder einsammeln. Und ganz wichtig ist zu wissen, ein Stern ist wenig und fünf Sterne sind viel. So, ne? Skala. Genau. Genau, uns ist ganz wichtig, nochmal einzuordnen, warum wir diesen Wettbewerb machen. Das soll eine zusätzliche Auszeichnung sein und soll dem ganzen Abschluss hier nochmal so ein bisschen Reiz geben, indem man vielleicht auch während dem Wochenende schon ein bisschen drauf guckt, dass man auf Codequalität achtet und solche Dinge. Bitte versteht das aber als zusätzlichen Preis. Wir sind immer so ein bisschen traurig, wenn am Ende dann Menschen hier rausgehen und ein tolles Projekt abgeliefert haben, aber traurig sind, weil sie keinen eigenen Preis haben. Das soll nicht das Ziel von dieser Preisverleihung sein, es soll einfach nochmal ein zusätzliches Element für die Abschlussveranstaltung sein. Wir können nicht Preise an alle vergeben, dann machen sie einfach keinen Sinn mehr. Der eigentliche Preis der Veranstaltung ist aber, glaube ich, die Veranstaltung selber. Wie Sie schon erleben, hier stehen sehr viele sehr müde Menschen, aber auch sehr glückliche Menschen, die hier am Wochenende viel geschafft haben. Deshalb auch keine Angst vor dem Präsentieren. Anders als in der Schule gibt es bei uns keine Noten. Jede Idee und jeder Prototyp ist es wert, präsentiert zu werden. Und deswegen möchte ich auch das Publikum bitten, gebt bei den Teams gleich einen ordentlichen Applaus, und zwar nicht für die Wertung, sondern fürs Team. Und wir starten mit den Präsentationen mit der ersten Gruppe, die heißt Instant Mail. Ich bitte euch auf die Bühne. Einen großen Applaus. So, hallo erstmal, wir sind die Gruppe Instant Mail und wir stellen jetzt unser Projekt vor. Wir, beziehungsweise ich, bin sehr faul und ich mag es nicht, gerne Treppen zu laufen.
Und leider wohne ich im 3. Stock und das heißt, ich muss, wenn ich meine Post holen will, immer runterlaufen, schauen, oh, ist Post da? Nein, ist es nicht. Jetzt bin ich umsonst runtergelaufen. Und deswegen, und dann müsste ich wieder hochlaufen und können wir den Weg eigentlich sparen. Deswegen haben wir einen intelligenten Briefkasten entwickelt. Das Funktionsprinzip unseres Briefkastens ist praktisch folgendes, dass wenn man einen Brief im Briefkasten drin hat, dass praktisch eine Lichtschranke geschlossen wird und man praktisch direkt auf sein Smartphone übers WLAN eine Nachricht bekommt, dass jetzt in seinem Briefkasten praktisch Post drin ist. Also, ja. Das Ganze haben wir praktisch in diese kleine Box integriert, die ich mal kurz zeigen kann, damit das einfach für jeden einfach anwendbar ist und man das Ganze einfach kurz in den Briefkasten reinschieben kann, wie Sie hier gerade auch sehen, und nicht lang den ganzen Briefkasten verkabeln muss oder sowas. Ja. Das Ganze, da ist eine Lichterschranke eingebaut und haben wir eine App gebaut dafür, die jeder einfach auf sein Handy installieren kann. Und keinen Moment. So. Und wenn man dann den Brief einwirft, dadurch wollten wir einfach unseren Alltag erleichtern, weil wir nicht mehr so viele Briefe bekommen und da wir faul sind. Dankeschön. Vielen Dank euch. Sie sehen schon, es wird hier improvisiert. Die Sachen werden bis zur letzten Minute irgendwie noch programmiert und erstellt und deswegen wird das immer alles sehr live noch gezeigt. Genau das ist die Idee von einem Hackathon. Ein Hackathon meint nämlich innerhalb von einer sehr kurzen Zeitrahmen, in unserem Fall 42 Stunden, wirklich lauffähige Dinge zu zeigen, fertigzustellen. Also nicht einfach nur eine tolle Präsentation zu basteln, sondern wirklich live zu zeigen, was man in dieser kurzen Zeit geschafft hat. Freuen Sie sich auf X-Aden mit Moritz, Fabian, Dennis, Julius und Asian. Ja, viele kennen ja das Problem, man ist unterwegs, in einem Internetcafé, in der Bücherei, einfach in einem offenen Netzwerk und man vertraut dieser Infrastruktur nicht so wirklich. Also man ist immer skeptisch, man kennt den Betreiber nicht, man weiß nicht, wer das ist, man weiß auch vielleicht nicht, wer sonst noch in dem Netzwerk unterwegs ist und ja, das ist einfach eine Unsicherheit. Genau deswegen haben wir im Rahmen von Jugend Hackt X-Ident entwickelt. Kommt nichts. Und zwar wird ein Key auf dem Server generiert, der wird dann ans Handy geschickt und dann kann man das auf der Webseite von uns eintragen. Und dann wird man über den Proxy auf die Webseite weitergeleitet und da angemeldet und statt dem Key wird einfach das Passwort angegeben, das auf dem Server gespeichert ist. Ja, der Proxy muss dabei verschiedene Aufgaben erfüllen. Er muss erstmal die Pakete richtig weiterleiten. Er muss auch die URLs im HTML so modifizieren, dass eben die URLs wieder auf den Server selber zeigen. Also man muss quasi auf der Website navigieren können und die Header müssen auch richtig gesetzt werden für Cookies und sowas. Ja, wir machen das auch gleich mal direkt eine kleine Demo. Dafür gehen wir in den Browser. So, und dann? Nun zeige ich euch das Funktionsbetrieb unseres Proxy-Servers. Und zwar müssen wir auf unsere Website, die wir programmiert haben, gehen. Und als Test nehmen wir mal die Website der Uni Ulm, geben wir hier ein. Und wenn wir auf Go klicken, verbinden wir uns über unseren Proxy-Server auf die Website von Uni Ulm und sind somit in unserem ranzigen Internetcafé sicher unterwegs. Der Server läuft auf einem Raspberry Pi im Nebenraum, den wir auch selbst aufgesetzt haben. Und wir könnten auch auf der Webseite hier rumklicken, wie wir wollen. Wir bleiben permanent auf unserem Proxy.
Genau, und jetzt gibt es natürlich noch das mit dem Login, da haben wir auch was vorbereitet. Wir haben jetzt hier eine App, ich weiß nicht, ob man das sieht. Ja, da ist die App. Und da geben wir jetzt quasi einfach diesen Key, den wir hier erhalten haben, der aktualisiert sich gleich. Oh, ja, okay, der passt. Den gibt man jetzt einfach ein, deswegen brauche ich das Gerät. So, gebe ich jetzt einfach ein. Ja, so, und dann ist das Einloggen. Kommen wir jetzt gleich in erfolgreich eingeloggt, genau, und es funktioniert. Das hilft quasi, dass man sich überall einloggen kann, in jedem System, und das geht alles über uns, oder wenn man will, kann man sich diesen Server auch daheim installieren und muss man nicht uns vertrauen, sondern einfach nur sich selber. Man ist überall sicher unterwegs. Dankeschön. Wir machen weiter mit einem Hardware-Projekt. Die Gruppe Dosentelefon. Das sind Hü, Falk, Heinz und Mike. Hallo, wir sind das Team Dosentelefon und haben im Rahmen von JugendHack das Projekt VoIP-Dosentelefon erstellt. VoIP steht für Voice-over-IP-Dosentelefon, sozusagen Stimme über IP. Genau, wir haben eine Dose, in dem Fall einen Becher verwendet, darin ein Mikrofon und ein Lautsprecher gebappt und dann direkt an den Raspberry Pi angeschlossen, also an einen kleinen Computer. Der wird von einer Powerbank gepowert, genau. Die Funktion unseres Dosentelefons ist eigentlich, es ist eigentlich nur ein kleines Gadget. Außerdem verbindet man damit eine Technik aus 1600 irgendwas mit der modernen Technik, welche wir hier zusammengefügt haben. Außerdem lernt man da Kinder sozusagen früh den Umgang mit moderner Technik. So, jetzt wollen wir das mal kurz demonstrieren. Tja, das ist es mit der Technik. Also wir haben es vorhin noch ausprobiert, aber wenn jetzt hier halt 100 Leute im WLAN drin hängen, also wer es nachher sehen möchte, kann sich an uns wenden. Dankeschön. Genau, so sieht das einfach aus mit Live-Präsentationen. Beim Üben vorhin hat es noch funktioniert. Vielleicht können wir es ja später nochmal, ihr könnt es ja nochmal aufbauen, vielleicht können wir es nachher nochmal kurz einbauen. Genau, weiter geht's mit Micropayment Chip. Das ist immer schön, hier vorne zu stehen und zu merken, dass man Dinge nicht vorstellen kann, weil man keine Ahnung hat, was ihr so alles gelöst habt über die letzten Tage. Deswegen lasse ich euch direkt selbst sprechen über ein Problem, das glaube ich viele kennen, aber genau, ihr habt dafür Lösungsansätze. Ja, hallo erstmal, wir sind die Gruppe Micropayment Chip und wir stellen Ihnen heute eine Möglichkeit vor, wie Sie leichter, effizienter und einfach sicherer bezahlen können. Zuerst mal ein kleines Beispiel, Sie müssen sich vorstellen, Sie stehen am Bahnhof und warten auf Ihren Zug, der kommt, nehmen wir mal an, in 3 Minuten und Sie wollen aber unbedingt noch einen Kaffee haben, weil Sie müde sind. Sie haben nur noch einen Schein dabei und ja, das ist einfach nervig. Und wir haben eben jetzt eine Lösung entwickelt, wie man einfach mit einem einfachen Chip, der nennt sich NFC-Chip,
einfach bezahlen kann. Das heißt, man zieht ihn dann quasi an einem Scanner vorbei und hat bezahlt. Man bekommt dann auch eine Notification aufs Handy und das war's. Das funktioniert in dem Fall ganz einfach. Hier dieses schöne N, hier ist einfach der NFC-Chip in dem Fall, sendet eine Anfrage an die Kasse. Diese antwortet dann über so einen ganz kleinen Chip mit einem Code, der dann an den NFC-Chip angelangt. Der generiert dann sechs Stellen, damit der Code auch sicher ist. Heißt, man sich nicht quasi einloggen kann und das Geld einfach abfangen kann. Von dort aus, also wenn die Kasse den Code dann empfangen hat, wird er dann an den Server weitergeleitet. Wir haben es bei Mastercard genommen. Man kann aber auch PayPal oder Visa nehmen. Und von dem Mastercard-Server, also besser gesagt von dem Kreditkarten-Server, wird dann nochmal eine Sicherheitspin an den NFC-Chip gesendet und dann über den NFC-Chip nochmal bestätigt und dann über Bestätigung dann ans Handy und an die Kasse weitergeleitet. Und das sieht dann folgendermaßen aus. Also hier haben wir jetzt den Server, also den Mastercard-Server, dieses Skript. Und auf der anderen Seite haben wir die Kasse. Und jetzt müssen wir, der Mastercard-Server läuft schon, jetzt müssen wir bei der Kasse praktisch den Kauf praktisch starten. Jetzt müssen wir hier eingeben, wie viel das Ganze kostet. Das macht die Kasse dann eigentlich automatisch. Jetzt sagen wir einfach mal, wir kaufen für 2,30 € und jetzt einen Kaffee oder was auch immer. Jetzt generiert das hier die ganzen Codes und sendet die Anfrage. Jetzt müssen wir hier ist der Scanner, der mit dem NFC-Gerät drüber gehen. Jetzt kann man hier sehen, dass der Server auch die Anfragen empfangen hat. Und jetzt bekommt man per E-Mail, weil wir es leider noch nicht geschafft haben, eine App zu programmieren, hier Zahlungsbestätigungen. Und schon hat man bezahlt. Hier steht auch Payment completed. Dankeschön. So, jetzt geht's gleich weiter mit der Gruppe Hagrid. Das sind Max, Luca, Thomas, David, Jonas und Bakay. Jeder kennt solche Bilder aus dem Fernsehen. Viele laufen mit dem Mundschutz rum oder man sieht keine 5 Meter weit. Grund für den Smog ist die hohe Feinstaubbelastung in der Luft. Um solche Bilder zu vermeiden, haben wir Hagrid gegründet. Bei Hagrid ist es so, zu Beginn wählt man seine Stadt aus, hier natürlich als Beispiel die Stadt Ulm. Hagrid zieht sich dann aus dem Internet die aktuellen Feinstaubwerte, die da als Open Data frei verfügbar sind. Anschließend wird dann die Luftqualität mit Hilfe von farbigen Smileys beurteilt. So sehen diese Smileys aus. Und bei Orange sollte man dann gucken, dass man nicht mehr so oft mit dem Auto fährt, lieber mal mit dem Fahrrad oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln, dass sich die Luft wieder regenerieren kann. Und beim roten Smiley sollte man lieber komplett zu Hause bleiben, weil da ist schon Smog-Alarm eigentlich. Und wenn man raus muss, nur mit Mundschutz. So, dann kurz das Gerät. Also wir benutzen zum Download der Open Data einen kleinen Raspberry Pi, den sehen wir jetzt hier gerade nicht. Der zieht die Daten dann per HTTP Post, also übers Internet, auf den ESP über Wi-Fi. Und der zeigt dann den entsprechenden Smiley an. Hier in Ulm müsste gerade eigentlich der grüne Smiley laufen. Kam auch gerade vor einer Minute noch, aber ja, ist WLAN wahrscheinlich. Ja, das war's. Vielen Dank. Sie werden vielleicht das Schild bemerkt haben, bitte keine Fotos, das halten wir mal dann hoch, wenn die Jugendlichen selbst oder ihre Eltern nicht im Netz erscheinen wollen. Sie können gerne über die Veranstaltung twittern und welches Social Netzwerk Sie auch immer nutzen. Hashtag ist Jugendhackt auf fast allen Plattformen. Genau, nur an den Stellen, wenn wir das Schild hochzeigen, dann bitte keine Fotos der Jugendlichen posten. Wir haben die dann auch nicht im Stream.
informationelle Selbstbestimmung und so. Als nächstes hören wir Better Traffic mit Timo, Benjamin, Felix und Maxim. Sie finden auch die ganzen Projekte auf Hackdash, das heißt, Sie können technisch und von den Ideen her alles nochmal nachvollziehen. Da finden wir dann so Hacks, Hashtags wie Better Future, Better Traffic und so weiter. Also ihr habt vor, sehr viel zu lösen. Ich bin sehr gespannt. Hallo, wir sind die Gruppe Better Traffic und wir haben versucht, einen Weg zu finden, wie man den Verkehr in einer Zukunftsstadt besser regeln könnte. Was man hier jetzt auf diesem Bild sieht, ist die erste Ampel, die es jemals in Berlin gab. Wurde 1920 auf dem Potsdamer Platz gebaut. Und hier sehen wir jetzt das, was Sie alle kennen und vielleicht auch hassen, eine ganz normale Ampel. Und der Schriftzug daneben sagt auch schon ganz deutlich aus, dass die Ampel jetzt derzeit 100 Jahre alt wird und sich eigentlich in diesen 100 Jahren kaum verändert hat. Wir haben uns gedacht, was passiert jetzt, wenn wir diese Ampel intelligent machen? Das sieht man jetzt hier. Wir haben selbstfahrende Autos und eine Ampel und diese beiden können miteinander kommunizieren. Und zum Beispiel die Ampel kann dem Auto mitteilen, dass sie jetzt gleich in 10 Sekunden umschaltet und das selbstfahrende Auto berechnet dann die Geschwindigkeit, damit es da an der Ampel ist, wenn die Ampel dann auf grün schaltet. Wir haben auch eine Simulation vorbereitet und die erklärt jetzt der Felix. Genau. Okay, also wir haben dann eine Kreuzung. Die roten Boppel sind Ampeln und da fahren dann gleich Autos. Blau sind intelligent bzw. selbstfahrende Autos, das heißt, die mit den Ampeln kommunizieren können. Und jetzt kommt hier schon ein Auto und die Ampel, und also sie kommunizieren halt und die Ampel sagt dann dem Auto, ja, du kannst einfach weiterfahren, ich schalte dann schon auf grün. Beziehungsweise das Auto meldet sich halt vorher an. Dann weiß die Ampel halt Bescheid. Genau. Hier kommen jetzt mehrere Autos. Von rechts kam eigentlich das Auto vorher, aber die anderen drei, die fahren in der Kolonne und die sind einfach mehr, deswegen dürfen die zuerst fahren. Man bemerke auch, wie die drei noch im Prinzip auf der Kreuzung waren, hat die Ampel schon umgeschalten und weil das funktioniert, weil die Autos selbst fahren und wegen geringerer Unfallwahrscheinlichkeit und so. Das ist jetzt ein nicht selbstfahrendes Auto, das ist das Gelbe und das wird halt in dem Fall nicht bevorzugt, weil einfach das selbstfahrende Auto sich vorher angemeldet hat. Dadurch kann einfach der Verkehr besser geplant werden und einfach sinnvoll geroutet werden. Die Ampel kann den selbstfahrenden Autos auch sagen, hier ist jetzt im Moment ein bisschen mehr Verkehr, fahr vielleicht doch eher darum, dann bist du doch schneller da. Weiter geht's mit einem ganz besonderen Aufbau, die elektronische Litfaßsäule. Herzlich willkommen, Yannick, Leo, Marcel, Robin und Simon. Wer redet zuerst? Hallo, wir sind das Projekt Elektronische Litfaßsäule. Und die Funktion, also wie sie funktioniert, ist sehr einfach. Wir haben hier 13 LEDs, die gehen an und aus, ganz schnell, in so jede Millisekunde gehen sie so an und aus und so. Und dann drehen sich die LEDs ganz, ganz schnell. Und so kann man auch ein Display erschaffen, weil dann gehen sie an, aus und dann kann man auch Bilder und Texte und so. Ja, zum Beispiel so welche Sachen malen oder schreiben. Ja. Die Vorteile von dem ganzen Ding sind, dass
das energiesparend ist, weil das Display dann plus 12 LEDs hat und nicht eine ganze Fläche. Das geht auch leicht zu reparieren und man kann es einfach transportieren. Der Inhalt ist auch leicht änderbar und man kann damit gute Effekte erzeugen. Es ist auch gut anwendbar. Also man kann es als Wärmeanzeige, als elektronische Litfaßsäule benutzen, da das Display rund ist, als normales Display, als Straßenschild, wenn man es vertikal montiert, oder auch in der Disco, dadurch, dass es ganz schnell flackert. Jetzt möchten wir es Ihnen gerne noch live zeigen. Sehr schön, vielen Dank euch. Genau, die Kamera ist nicht ganz hinterhergekommen, so schnell war eure Anwendung. Das nächste Team, Run to Stop, hat ganz viel draußen verbracht. Sie sind immer wieder losgezogen und haben getestet, ob ihre Anwendung funktioniert. Was die Anwendung tut, erklären sie gleich. Wir heißen nicht umsonst Jugend Hackt, das ist sehr bewusst gewählt, weil wir den Begriff des Hackers wieder so besetzen wollen, wie er ursprünglich gedacht war, nämlich kreativ mit Technologie umzugehen. Und das ist nicht nur hier, sondern in ganz vielen Projekten, aber genau auch hier passiert und spielt eben genau auch mit diesem Bild des Hackers, der irgendwie im Keller sitzt und Pizza isst. Das ist eine Option für Hacker, aber eben nicht die einzige. Ihr habt gezeigt, dass man auch ganz viel unterwegs sein kann. Ich bin gespannt auf euren Vortrag. Wir sind das Team Run to Stop und wir haben eine App entwickelt, mit der man seinen Bus immer rechtzeitig erreicht. Ja, unsere Problemstellung kennen wahrscheinlich die meisten hier im Saal und sind auch viel davon betroffen. Man steht morgens auf, will den Zug erwischen oder den Bus zur Schule oder zur Arbeit und hat noch ein bisschen Zeit und denkt sich, ja, trinkt man doch mal einen schnellen Kaffee. Und dann stellt man am Bahnhof oder an der Bushaltestelle plötzlich fest, huch, der Zug ist ja schon da und man hat ihn verpasst. Man weiß eigentlich gar nicht, warum. Und dann nimmt man sich am nächsten Tag wieder vor, ja, gehst du ein bisschen früher los, ist man dann pünktlich am Bahnhof oder an der Bushaltestelle und dann kommt die Meldung, Verspätung, und dann sagt man sich, ja, hätte man halt noch länger schlafen können. Und unsere App soll eben dieses Problem lösen. Ja, unsere Idee war, eine App zu entwickeln, die weiß, wo man sich selber befindet, wo die nächste Bushaltestelle sich befindet, den kürzesten Weg einem zeigt und dadurch auch weiß, wo, wie viel Verspätung der Bus dann hat und einem dann sagt, wo man langlaufen muss und wie schnell man laufen muss, um den Bus genau rechtzeitig zu erwischen, dass man nicht zu früh kommt und natürlich auch nicht zu spät, das wollen wir alle nicht. Genau, und das Grundprinzip geht einfach darum, dass man seinen Bus immer pünktlich bekommt, wie schon gesagt. Für die Daten, für die Bushaltestellendaten und den Busfahrplan nutzen wir die Open Data von OpenStreetMap. Da gibt es ganz gute Schnittstellen für. Und es gibt auch von Ulm, von den Verkehrsverbünden, gute APIs, mit denen man auch den Busfahrplan abrufen kann. Okay, jetzt kommen wir zu einer kleinen Live-Demo. Das ist die App, wir haben es für Android entwickelt, ein großer Teil von den mobilen Endgeräten mit Android läuft. Das heißt, wir starten jetzt die App, wir sehen oben die aktuelle Uhrzeit. Jetzt haben wir im Radius von 750 Metern, den kann man dann nachher noch individuell angeben, sagen, wo die Bushaltestellen sich befinden. Hier unten zeigt so einen aktuellen Standpunkt mit der Verbindung dann zu der nächsten Bushaltestelle. Und wenn wir jetzt hier weiterklicken, berechnet es uns dann auch noch, wie weit ist es denn zum Ziel, wie lang müsste mir laufen und ja, jetzt haben wir 0 Minuten Zeit, bis der Bus kommt, also würde dann wahrscheinlich schon weg sein. Dumm gelaufen, ne? So, das Ganze läuft momentan nur im Raum Ulm, lässt sich dann noch erweitern und wir hoffen auf einen großen Anwenderbereich, dass eben eine gute Zukunftsidee ist. Vielen Dank fürs Zuhören.
als ein paar Verkehrsverbünde zuhören, wenn ihr eure Daten öffnet, dann klappt es auch mit der App Run to Stop. So, weiter geht's. Die Gruppe von Kira, Julia und Zoe hat sich Gedanken gemacht, wie kann man in der Stadt der Zukunft eigentlich mit Müll auf der Straße umgehen. Also wir drei haben uns ein Projekt namens Dreckweg ausgedacht. Wir glauben, dass es in der Zukunft Roboter gibt, die selbstständig unsere Straßen aufräumen und säubern können. Und wir wollen die halt dahin schicken, wo es gerade besonders nötig ist. Und dafür haben wir eine App entwickelt, mit der der Benutzer eine Nachricht an den Server mit GPS-Daten schickt und die dann halt auswertet und dann guckt, wo sind die meisten Leute, die sich beschweren. Und dann sendet er ein Signal an die Roboter, die dann halt genau dahin gehen. So sieht bis jetzt die App aus. Da gibt es einen schönen großen Button, der ist einfach zu bedienen und verständlich für jeden. Wenn man da drauf drückt, dann werden GPS-Daten gesendet und dann landet es auf so einer Karte. Da sieht man dann, wo sich überall Leute beschwert haben. Wenn es dann mal lädt. Und dann kann man einen Filter einführen, der uns dann zeigt, wo die Roboter hin müssen. Ja, es dauert ein bisschen. Vielen Dank euch. Wir dürfen hier die wunderbaren Räume der Uni nutzen und hier findet sehr viel Bildung statt. Die letzten Tage auch bis sehr, sehr spät in die Nacht. Ich durfte heute Nacht um eins mir noch sehr viel Mathematik anhören. Von einem fantastischen Team, die sich um Gesundheit gekümmert haben. Sie werden gleich erklären, in welcher Form. Viel Spaß mit Jonathan, Pablo, Paula, Fabian und Anna. Genau, also wie schon gesagt, wir haben uns mit Gesundheit beschäftigt. Hachi, bloß eine Einleitung zu unserem Thema, unsere App oder unsere Anwendung heißt auch Gesundheit. Aus dem Grund, weil wir uns mit Pollen beschäftigt haben, Pollenausbreitung und viele da halt niesen müssen. Viele kennen das Problem bestimmt. Eine ganz kurze Information zur Produktionsphase. Man sieht schon viel Mathe. Wie das Ganze funktioniert, erkläre ich Ihnen nicht, das wissen Sie sowieso. Eigentlich bloß kurz als Überblick, ups, das war's nicht, das wollte ich. Dann im Endeffekt sieht so unsere Website aus. Man sieht bisher viele Punkte. Wer es nicht erkennt, soll Wien bisher darstellen. Wir können hier eine Straße eingeben. Jetzt weiß ich keine Vorführeffekt. Beckerstraße. So. Suchen bitte. Gut, hat schon gefunden, also der sucht quasi nach den GPS-Daten, aktualisiert es dann mit der Karte und gibt dann die Straße aus. Jetzt sieht man hier, oder auch nicht, wenn es lädt. Es lädt, okay. Zum eins raus. So. Normal sollte die roten Punkte jetzt drüber gehen, heißt im Moment ist in Wien Pollengefahr, weil Pollengefahr ist. Wir waren nicht da, wir haben es nicht überprüft, aber mir vertraut einfach mal den öffentlichen Daten. Nur zwei Informationen kurz zu unserem Projekt. Wir haben mit 7 Programmiersprachen gearbeitet und das Ganze zu kombinieren war im Endeffekt schwierig wieder. Und der zweite Punkt ist, wir haben allein in Wien 190.000 registrierte Bäume, Büsche und alles, was halt so im Archiv liegt, ins System reinlesen lassen. Hat viel Spaß gemacht und einige PCs sind auch an die Grenzen gestoßen, kann man schon mal so sagen. Gesundheit.
Weiter geht es mit der Gruppe Anti-Diebstamm. Und was es mit Diebstämmen auf sich hat, das erklären euch jetzt Tim, Leo, Oliver und Hendrik. Wir präsentieren euch jetzt das Anti-Diebstamm-System. Das ist im Grunde genommen ein System, das den Diebstahl von Baumstämmen verhindern soll. Und zwar haben wir es deshalb entwickelt, weil es immer häufiger vorkommt, dass tatsächlich Baumstämme am Waldrand geklaut werden. Ja, wir haben uns gedacht, wir bestücken die Stämme oder halt das Gebiet, wo sie sind, mit einem Controller. Der sendet in regelmäßigen Abständen immer ein Signal zum Server und der sagt dann alles okay, weil das Signal kommt. Und wenn es halt dann mal nicht kommt, wegen irgendwas, weil er keinen Strom mehr kriegt, weil das Kabel durchgeschnitten wurde, zum Beispiel jetzt, dann sagt er Alarm. Das heißt, dass dann einfach Bescheid gesagt wird, hey du, pass mal auf, da wird was geklaut. Und dasselbe ist auch, wenn der Controller sagen würde, da fehlt ein Baumstamm. Ja. Gut, ich zeige euch danach, wie das funktioniert. Also hier sieht man einmal das Beispiel, wenn die Konsole anzeigt, dass alles okay ist. Hier einmal, wenn kein Signal mehr kommt, wegen Internetverbindung oder ähnlichem halt, dann ist es ein Timeout. Hier sieht man nochmal das Alarmbeispiel und das führe ich jetzt auch noch einmal vor. Hier haben wir dann noch unser Modell, also das simuliert jetzt den Baumstamm. Wenn wir das hier starten, ja, fängt es hier an, eben alles okay zu senden. Und wenn er dann gleich das Kabel abzieht, dann sieht man hier, es tickt wieder. Und dann sieht man hier, dass das Kabel abgezogen wurde. Und es zeigt eben Alarm an. Und zu guter Letzt möchte ich mich noch bei euch für eure Aufmerksamkeit bedanken und auch bei Hendrik, der leider gestern Abend ausgefallen ist. Vielen Dank euch. Ich hatte schon erzählt, wir freuen uns sehr, wenn über die vielen Jahre immer wieder Teilnehmer zu uns kommen und immer wieder neue Ideen entwickeln. Das zeigt einfach, was auf so einem Event auch entstehen kann an Community, an Freundschaften und so weiter. Das geht zum Teil bis weit über das Event hinaus, wenn dann zum Beispiel Karl, schöne Grüße im Stream, von Tel Aviv mitcodet und eben die Teams nicht nur hier lokal sich vernetzen, sondern eben die ganzen Möglichkeiten des Netzes nutzen, um dann gemeinsam zu coden. Das freut uns ganz besonders. Ticket Hunt war ein sehr gutes Beispiel dafür mit Jakob, Nina, Liam und Erik. Ich bin sehr gespannt auf eure Lösung. Genau, bis die Präsentation hier gut steht, kann ich halt nochmal sagen, das ist Erik, Liam, Jakob und ich bin Nina. Und dann hatten wir eben noch ein bisschen Unterstützung aus Israel von unserem Freund, dem Karl, der leider nicht da sein kann, weil Israel ist ja ein bisschen weit, ne? Und also vielen Dank an Karl. Genau, unser Projekt heißt Ticket Hunt und was ist die Idee dahinter? Wir haben uns gedacht, ja, wir mögen ja alle öffentlichen Nahverkehr, aber wir haben oft das Problem, ja, wir haben ja noch so ein schönes Ticket übrig und denken uns, man könnte das ja mal weitergeben, aber da, genau, wir haben zwei Möglichkeiten, wir schmeißen es einfach weg oder wir suchen uns irgendjemanden, den wir damit noch glücklich machen können, mit so einer schönen Tageskarte, für den Zug, für den Bus oder was auch immer ihr da gerade für ein interessantes Ticket habt. Und jetzt gibt es aber natürlich die Fälle, wo man nicht im großen Ulmer Bahnhof steht und
200 Leute um sich rum hat, denen man das Ticket in die Hand drücken kann, sondern man steht vielleicht auch an einer Bushaltestelle irgendwo in Entenhausen im Nirgendwo und da kommt erst in 30 Minuten der nächste Bus, also steht da auch noch niemand rum. Und dann kann man jetzt einfach das Ticket an eine bestimmte Position legen und diese Position auf einer Karte eintragen, damit dann der Nächste mal nachschauen kann, wo in meiner Umgebung könnte denn ein schönes öffentliches Nahverkehrsticket sein, das ich verwenden kann. Und wir haben hier eben eine schöne Karte programmiert und die ist zwar noch nicht so ganz fertig, aber sie ist schon mal online und ihr könnt die euch auch anschauen. Wollt ihr den Link nochmal zeigen, Leute? Genau. Wenn ihr jetzt irgendein Smartphone oder Laptop-Ding vor euch stehen habt, dann könnt ihr kurz diesen Link eingeben und euch das selbst anschauen. Genau. Ja. Geben wir kurz Zeit. Habt ihr es abgetippt, wenn ihr wolltet? Gut. Teilt es wieder um. Genau, hier ist eine Karte, hier ist jetzt gerade nur ein Marker drauf, wo ein Ticket sein sollte. Magst du mal auf Plus klicken? Da unten rechts sieht man, es ist nicht so schön, ist ein Plus. Man kann ein neues Ticket hinzufügen und das sollte auch automatisch eure Geolokalisation abfragen, damit ihr euch da nicht Gedanken drüber machen müsst. Könnt ihr noch einen Kommentar hinzufügen, es liegt auf dem Automat oder es hängt an der Laterne, keine Ahnung. Und dann sieht man diesen schönen Punkt auf der Karte und der Nächste kann sich das abholen. Ist vielleicht wirklich schön für Leute, die nicht so viel Geld haben, sich nicht jeden Tag ein Ticket leisten können und die können sich dann einfach umschauen, wie sie da was sparen können. Ja, das war's eigentlich. Dankeschön. Danke. Wir kommen schon zum letzten Projekt für heute. Das Projekt Illustratio hat sich damit beschäftigt, in der Stadt Ulm, wie ist es eigentlich so um die IT-Sicherheit bestellt? Herzlich willkommen, Mohammed, Adrian, Tobias und Martin. Hallo, also unser Projekt heißt Projekt Illustratio. Es heißt Illustratio, weil Illustratio auf Lateinisch Aufklärung heißt. Warum haben wir das gemacht? Wir haben das gemacht, um IT-Sicherheit hier in Ulm zu demonstrieren und zu zeigen, was eigentlich man machen kann, wenn man mal ein bisschen wenn man sich damit beschäftigt. Und damit übergebe ich an Adrian. Also wir haben hier gleich eine Demo in der Präsentation vorbereitet. Das ist im Prinzip unsere Webseite, die läuft jetzt hier live. Und man kann hier sehen, wir haben eine schöne Grafik hier entworfen, mit der man, wie hier schon steht, die größten Städte Deutschlands von links nach rechts mit Anzahl der potenziell angreifbaren Servern sehen kann. Das Ganze haben wir von einer Datenbank heruntergezogen und dann hier als auf der Grafik ausgewertet. Die Datenbank ist für jeden frei verfügbar, kann jeder nach seiner Stadt schauen und schauen, welche Rechner da von dieser Datenbank schon aufgezeichnet wurden. Und viele davon sind dann auch schon potenziell angreifbar, weil sie noch alte Versionen von Software enthalten, wodurch man dann Zugriff auf diesen Rechner bekommen kann. Also wer von Ihnen kommt jetzt aus Ulm, bitte mal die Hand heben. Also wenn wir jetzt hier mal auf der Webseite als Beispielstadt Ulm eingeben würden, würden wir als Ergebnis geliefert bekommen 34.212 potenzielle angreifbare Lücken, die man hier jetzt in Ulm so findet. Jetzt haben wir mal gesagt als Beispiel, weil das sind nicht irgendwelche Rechenzentren, nur da, die angreifbar sein könnten, sondern auch ganz viele Privatpersonen, wie jeder Einzelne hier im Raum, als Demonstration. Die Uni Ulm, abgesehen von den Hunderten von offenen Druckern, die hier sind, hat man auf dem POT 5900, das ist halt für VNC, damit kann man sich an PCs verbinden und die dann steuern. Und es ist halt
toll, wenn man dann ein Elektronenmikroskop frei im Internet findet und das jeder auf der Welt in der Uni Ulm steuern kann. Ja, wir wollten nur noch mal aufmerksam machen, dass nicht, auch wenn Sie jetzt vielleicht nur einen Rechner bei sich zu Hause haben, der kann auch von dieser Datenbank, wenn der erreichbar ist im globalen Netz, wollten einfach nur mal Aufmerksamkeit machen, schaut immer, dass ihr immer die neueste Version von Software habt und dass danke für eure Aufmerksamkeit. Danke für eure großartigen Plädoyers. Vielen Dank an alle für die tollen Präsentationen. Wir haben 13 Projekte gesehen. Nur noch mal zur Erinnerung, die meisten haben gestern Morgen gestartet. Also das sind keine 28 Stunden. Minus vielleicht ein bisschen Schlaf, in denen das Ganze entstanden ist. Großen Respekt dafür, vielen Dank, dass ihr eure Ideen mit uns teilt und das so toll umgesetzt habt und vor allem auch präsentiert habt. Vielen Dank auch nochmal an alle Menschen, die mit dieser ganzen Präsentation zu tun haben. Hajo und ihr alle, die unterstützen, auch ans VOG, die das Ganze ins Netz streamen. Vielen Dank an der Stelle. Wir haben jetzt eine kurze Pause, die Jury wird sich zurückziehen und hat den leichten Moment, jetzt unter diesen Dingen ihre Favoriten auszuwählen. Wir treffen uns um 14 Uhr wieder. Sie können jetzt, haben die Möglichkeit, mit den Teilnehmern in Kontakt zu kommen. Teilnehmende haben jetzt auch die Möglichkeit, nochmal Kontakte auszutauschen und so weiter. Wir sehen uns um 14 Uhr hier an der Stelle wieder zur Preisverleihung. Bis gleich.